Da sollte ich eigentlich auch durchkommen, oder? Ja, sieht gut aus. Also von hier aus nehme ich einmal nach oben. Dann lass ich mich mal reiten. Tippe. So, und gerade drauf zu reiten. Echt schöne Landschaft. Also so in Real Life mag ich keinen Schnee. In Spielen finde ich ihn echt wunderschön. So, und jetzt einschlafen und einfach komplett durchreiten. Aber funktioniert nicht. Ich bin jetzt aber leider auch wirklich raus. Wenn ihr mir eine Serie anmachen und mich schnell einschlafen, dass ich schnell einschlafen kann. Ja, mach das. Du hast hier sowieso nicht mehr ganz so viel Zeit. Also, ne? Jetzt wird auch wirklich geschlafen. Wir schreiben uns morgen. Ja, ich bin morgen aber erstmal tot. Ich liege morgen wahrscheinlich erstmal einige Stunden da nieder. Gehe ich zum Beispiel stark von aus. Bin aber nun aufweg. Viel Spaß euch. Bis dahin, gute Nacht. Ja, dir auch gute Nacht. Und vielen lieben Dank nochmal für den Raid. Und einen guten Wochenstart wünsche ich euch beiden. Ich bin ja noch ein bisschen da. Ich habe noch ein bisschen vor mir. Ja, das habe ich fertig. Nur dafür bin ich jetzt hierhin. Also Schätze. Okay. Die Schätze sind da hinten. Ist das andere trotzdem noch näher? Naja. Also, weiter. Weiter im Text. Man könnte sich daneben eigentlich so wunderbar einen Film anmachen, ne? Vor mir, ich juckte in den Fingern, die eine Serie weiter zu gucken. Warum kann man das nicht eigentlich verbinden? Watch Party mit Game Streaming? Das wäre einfach mal so mega geil, wenn man das beides verbinden könnte. Auf drei Bildschirmen. Aber Kamera, Ingame und nebenbei Serie gucken. Das wäre so geil. Wieder hier. Willkommen zurück. Da komme ich nicht rein. Das Ding will mich nicht. Autsch, 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 autsch. Muss mir erstmal den Kumpel machen und die Raubtiere verwöhnen. Ja, stimmt, die Raubtiere gehen vor. Meine Raubtiere habe ich ja schon vor Stunden, Gott sei Dank, gefüttert. Die jammern jetzt halt nur, dass Fräuchen noch nicht im Bettchen liegt. Gott, ich werde nachher pennen wie ein Stein. Werde ich pennen wie ein Stein.
Okay. Besiegt Waage. Ja, dann machen wir das so mal. Wir schaffen das. Ja. Ich muss ja was gut machen, dass wir letzte Nacht allein waren. Das stimmt. Das stimmt. Die armen Kätzchen. Glaube, ich mache einmal diese Kette ab. Glaube ich. Weiß nicht, kennt ihr das, dass ihr Nackenschmerzen von der Kette kriegt? Also die Frau natürlich. Bei den Männern weiß ich es nicht. Tragen Männer Ketten? Ich finde es halt mega ätzend irgendwann. Ich weiß nicht, ich kriege irgendwie, wenn ich so lange, lange Zeit eine Kette trage, kriege ich aber hier hinten richtig, richtig ekelhafte Schmerzen. Ich weiß halt nicht warum. Hatte ich jetzt am Freitag, glaube ich. Freitag oder Donnerstag. Hatte ich das auch. Oh, das war ekelhaft. Das zieht dann meistens bis hinunter in den Rücken. Sobald wir auch gleich sicher stehen, gehe ich einmal noch mal kurz hoch und ziehe mich einmal gemütlich an. Und hole den nächsten Energy. Weil ich glaube, der zweite Energy wird fällig. Ich glaube, da wird jetzt. Ja, der muss hier aufgemacht werden. Es ist doch nicht an der Grenze, aber. Müde werde ich schon. Gibt es die Waage in jedem Gebiet? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Im Auenland glaube ich nicht. Da gibt es halt nur die normalen Wölfe, meine ich. Aber Waage gab es in den Eredluvien. Im Breland. Ach du. Da habe ich Respekt vor. Also Ansammelande auch, ja. In den Nordhöhen auch. Evendim weiß ich es nicht. Ich glaube, da waren es auch nur normale Wölfe. Da bin ich mir aber jetzt nicht mehr genau sicher. Da weiß ich es gerade nicht. In den Trollhöhen waren es, meine ich, auch Wölfe. Hügelgräber auch. Im alten Wald waren es Wölfe. Also ich würde sagen, in fast jedem Gebiet. In fast jedem. Ich glaube, da wo es keine Waage gibt, da wird es dann mit Wölfen ersetzt. Und da wo es Waage gibt, gibt es keine Wölfe. Es sei denn, die Gebiete sind wie bei den Hügelgräbern und so abgesplittet. Also es wirkt, wie gesagt, so. Behaupten möchte ich es nicht. Dafür habe ich zu wenig drauf geachtet, sage ich mal. Aber man kann halt bei den Bezwingertaten eigentlich nachgucken, ob es Waag und Wolf Bezwinger gleichzeitig gab, Mann. Das wäre so das Einzige. Okay, ich muss einmal da durch. Wäre aber ziemlich blöd, weil ich bin nicht mehr überlevelt. Ich kann jetzt hier nicht mal einfach so durchrennen. Ich bin gerade mal ein Level drüber. Böses Bezwinger? Nee. Bildesbezwinger gibt es diesmal nicht. Schade. Schade, schade. Der elendige Versuch, mal gerade zu sitzen.
Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Der sieht halt mega cool aus. Aber, Alter. Südmoth. Ich will gar nicht wissen, welches Level der hat. Kann man den googeln? Warte mal. Wüsste jetzt gerade gern mal. Nee, das ist der Falsche. Es gibt da eins, aber das ist... Warte mal. Ich will halt nur wissen, wie viel Leben der hat. Also, wie viel hoch sein Level ist. Okay, sieht man gar nicht. Sieht man auch da nicht. In dem Video kämpft auf jeden Fall ein Level 100er gegen ihn und hat gewisse Probleme. Okay, gut. So viel dazu. So viel dazu. Dann weiter geht's. Ich finde aber, sie hätten ruhig etwas mehr Musik mit reinbringen können. Ein wenig zumindest. Den Finger weg, ja. Ein bisschen mehr Musik wäre schon schön gewesen. Langsam nicht mehr sitzen. Decke. Ich fühle mich manchmal wie so eine alte Frau, die hier mit ihrer Strickdecke sitzt. Eine Fußbodenheizung. Ich brauche irgendwann mal eine Fußbodenheizung. Und wenn es einfach nur diese Fußbodenheizungsdecken sind. Das wäre mir egal, aber irgendwann brauche ich die. Ekelhaft. Ich sitze auch mit Decke jeden Abend. Ich weiß nicht, irgendwie. Es ist einfach zu kalt. Wir wissen jetzt auch nicht, wo die Heizung nachts nicht geht. Als wir eingezogen sind, ging alles. Wir haben eigentlich auch nichts umgestellt. Aber ich wollte Frutus heute nicht unbedingt noch in den Keller jagen. Moin, da kommt man auf dem Lurk zurück und sitzt plötzlich woanders. Ah, dann gehe ich mal davon aus, dass du auch mit von Vakarius kamst. Von dem Raid. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen guten Abend. Ja, jetzt sitzt du hier mit uns im Nebelgebirge. Normal ist eine Heizung nachts aus. Bei uns niemals. Selbst als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, Heizung war nachts immer an. Immer. Bei uns muss man eigentlich nur zwei Knöpfe drücken, damit sie nachts an ist. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Das ist so ein ganz altes Ding noch aus den, ich glaube, 70ern. 70ern, 60er, 70er Jahren. Ding ist ganz, ganz seltsam. Funktioniert doch super, aber irgendwie für die Heizung gut. Heizung nicht. Ich glaube, ab 0 Uhr geht's aus. Bis um 4. Also für 3 bis 4 Stunden ist das Ding aus. Schön da. Ja, etwas kalt. Etwas kalt ist es hier. Aber sonst ganz schön, ja.
Ich war hier noch nicht. Hätte nachts maximal auf 1 oder 1,5. Ansonsten, solange es geht, Fenster auf nachts. Im Sommer, ja, da habe ich auch Fenster immer offen. Im Herbst auch noch. So, jetzt ab November. Ich kann nicht schlafen, wenn es kalt ist. Ich kann einfach. Nee, irgendwie. Nee. Ich bin eine Frostbeule nachts. Wobei ich keine kalten Füße habe, davon mal ganz abgesehen. Kalte Füße kriege ich nicht. Und mal schläft man nachts ja auch. Nein, nachts schläft man doch nicht. Wer schläft denn nachts? Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Und deswegen bleiben wir nachts wach. Zwischendurch habe ich nachts auch Fenster aufgekippt. Wenn nicht jede Nacht. Die Bitterkeit kann ich auch nicht haben. Muss kühl sein zum Schlafen. Sommer ist für mich ätzend. Also Sommer ist auch echt ätzend. Im Sommer muss es tatsächlich. Zumindest so 15 bis 20 Grad sind okay. Darüber kann ich nicht schlafen. Darunter aber auch nicht. Nachts schlafen, wer macht denn sowas? Ja, genau, Mappa. Wer macht sowas? Niemand. Niemand ist nachts wach. Niemand schläft nachts so. Wir sind Nachteulen. Wobei eigentlich nur heute. Nur heute sind wir Nachteulen. Waage? Nee, wir haben erst 8 Waage. Genau deswegen sitzen wir hier. Ich dachte, wir sitzen hier, weil wir jetzt eine Selbsthilfegruppe gegründet haben. Das ist der Grund, weswegen wir wach sind. Damit wir nicht mehr so alleine sind. Ich frage mich, wann wir an unserem Ziel angekommen sind. Ich habe auch das Gefühl, ich sterbe auf dem Rückweg. Aber nicht durch den Kampf, sondern weil ich irgendwo runterspringe. Sind wir schon da? Er ist Gursmat. Hallo Gursmat. Hallo, ich bin die Mappa und ich bin eine Nachteule. Ich brauche Hilfe. Hallo Mappa. Schön, dass du dir Hilfe suchst. Im Chor klingt das irgendwie besser. Halten wir uns alle an den Händen und tanzen Ringelreihe. Ja, nicht wundern, wir sind niveaulos. Niveau gibt es bei uns nicht mehr. Ich glaube, Niveau hat auch noch nie existiert hier. So, mal zurück. Ich bin der Marco und bin eine Nachteule. Ich brauche Hilfe. Meine Nachteulerei. Ah, ja, sehr geil. Ja, willkommen, Marco. Auch dir. Schön, dass du dir Hilfe suchst. Wir heißen dich hier in unserem Club der, ne? Nachteulenbefreier willkommen. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Es fehlt eigentlich nur noch so eine Kappe. Dann so eine richtige Kutte, sodass man die Arme einfach so reinsteckt oder die ganze Zeit so. Auch in so einem Ton, in so einem kirchlichen Ton redet. Oh Gott. Ich glaube, ich würde durchdrehen. Willkommen in unserer niveaulosen Selbsthilfegruppe für Nachteulen. Irgendwann brauchen wir wirklich alle eine Selbsthilfegruppe. Ich hatte gerade wieder den Astro-TV-Flash. Was bindet dich? Wieso nur? Bitte schenkt mir Ich weiß Gehör. gar nicht warum. Hallo? Verstehe ich gar nicht. Wie kommst du nur darauf? Ah, sehr schön. Nee, ich kann es auch nicht nachvollziehen.
Das ist ganz seltsam. Das brauche ich noch, das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Das brauche ich noch. Das brauche ich auch noch, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Wer Beryl den behalten war. Was auch immer das da ist. Aber jetzt trotzdem. So. Und so kriegen wir wieder ein bisschen Geld zusammen. Auch schön. So. Nach da unten müssten wir. Ist ja alles versprenkelt hier. So, das ist einmal im Dingens, ne? Okay. Willkommen, Markus. Treib dich heute so um. Ey, das kenne ich. Du rufst also an, wenn die deine Karte, nee, Karten lege, ja? Und dann will ich erstmal, wie breit der Zehennagel deines rechten Zeigezahns ist. Oh, du Scheiße. Der ist gut. Der ist echt gut. Mama, warum haben wir eigentlich die gleichen Gedanken? Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Aber der hat was. Den müssen wir uns merken. Der ist echt cool. Oh Gott. Ich glaube, Iron hätte das gefeiert. Iron hätte das, glaube ich, richtig gefeiert. Wenn du mein Töchterchen bist. Ja, adoptiert. Wir sagen mal adoptiert. Inoffiziell adoptiert. Bin ich gut. Meine inoffizielle Mami. Mutter und Tochter im Geiste. Das ist auch, klingt auch gut. Waren wir hier nicht gerade erst? Bezüglich Bingo Buffin? Hinweisschild vom nördlichen Zugang. Was? Wieder so ein scheiß Hinweisschild? Da ist der Kackwegweiser. Lass mich raten, der Völker greift gleich an, wenn ich das Ding aktiviere. Nee! Okay, gut. Dann einmal zu Ada. Wir könnten den Zwerg einfach da ins Loch reinschubsen, dann kann er selber nach Bingo suchen. Wenn er Bingo lebend wieder zurückbringt, dann wissen wir, dass er auf unserer Seite ist. Das wäre eigentlich so der perfekte Test. Meinst du, Bingo buchen? Erstmal eine Tüte stopfen, ja. Genau den. So, da einfach den Typ hier einfach ins Loch und zack, zu Bingo geworfen runter und wir sehen beide nie wieder. Finde ich einen guten Plan. Ich würde das so machen. Aber leider sieht das Spiel leider nicht vor. Wie gesagt, wir hatten das Thema vorhin mit Bingo. Ja, laufen Sie 50 Kilometer in die eine Richtung und holen Sie das und das. Oh, ja, nee, ich bin im nächsten Dorf. Ja, ich habe noch was vergessen. Könnten Sie bitte nochmal wieder umdrehen und nochmal das nächste holen? Ich habe, glaube ich, meinen Wanderstock vergessen. Mhm, danke. Danke für nichts, Bingo. Danke für nichts. Weißt du, du hast das komplette Gebiet abgequestet. Da ist nichts mehr, was du erledigen kannst. Wirklich nichts. Und dann kommt Bingo und sagt dir eiskalt, nö, du darfst nochmal zurückgehen. Dann denkst du dir, okay, gut. Einmal mache ich das noch. Einmal ist ja okay, ne? Passiert schon nichts. Oh, und dann musst du es aber nochmal machen. Bist du nämlich gerade wieder angekommen. Und dann sagt er ein drittes Mal. Ja, du, eigentlich, ne? Ja, eigentlich müssen wir noch was anderes erledigen. Und du denkst einfach nur so, okay, wie kann ich diesen Hobbit am besten umbringen? Nee. Nein. Was benötigt ihr? Es ist furchtbar. Wir haben Level 43 erreicht. Endlich. Endlich. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Schön. Bleibt noch schön. Einen Moment. Nein, nicht wieder ausschalten. Nein. War versprenkelt. Naja. Naja. Silberne Stoßzahnringe.
Was für Skutir und Kulkurs. Danke. Ziel auf jeden Fall erreicht für heute. Also, die 34 wollte, die 43 wollte ich erreichen. Nach 3 Stunden. Stimmt, nach 3 Stunden. Nur 3 Stündchen. Gut. Dann laufen wir mal. Einmal in diese Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nach oben oder nach unten muss. Wir werden es sehen. Befürchte aber nach unten. Ah ne, nach oben. Sehr gut. Ist ja schon wieder so ein riesiges Viech lang auf Tapert. Ah ne. Ja? Warum laufen hier so viele von den Viechern rum? Die wollen mich tot sehen, oder? Die wollen mich echt alle tot sehen. Verpiesel dich. Komm hier sehr näher in meine Richtung. Die Monsterchen werden auch immer größer. Glaub, wenn ich dem, ne, in die Quere komme, der bringt mich um. Seltene Erze, damit es. Ach du. Pass auf. Die wohnen da. Ja, ich glaube auch. Das ist der zweite, den wir sehen. Da schwebt ein Bär. Könntest du dich jetzt ein bisschen weiter bewegen? Wenn du dich ein bisschen bewegst, könnte ich den angreifen. Scheint eine kleine Familie zu sein. Mhm. Du bist so eben bis nach da hinten gegangen. Jetzt hau ab. Geh in die Richtung. Umherziehende Bedrohung. Die stehen beide gleich nah an dem Typen dran. Ja, suchen wir uns halt was anderes. Oh, okay. Ich meine, ich würde es ja probieren, aber ich weiß, dass ich wahrscheinlich drauf gehe. Mit meinen süßen, zarten 43. Ja. Er verkrümelt sich nicht, dann verkrümeln wir uns. Ich muss es ja nicht riskieren, ne? Wir machen die noch früh genug platt. Die haben noch früh genug ihr Fett weg. Wenn bei dem anderen auch einer steht, dann schrei ich. Okay, hier scheint keiner zu stehen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hallo, Manni. Manni, das mürrische Mammut. Irgendwas hab ich hab da gerade irgendwas rausgezogen. Wo hat das sitzen gelassen? Eine sehr gute Frage. Tötung, irgendwas habe ich da gerade ausgetauscht.
Das ist da. Das da habe ich gerade rausgezogen. Ah, da ist es auch. Okay. Und Diego fehlt noch. Pit und Diego. Dieser Säbelzahntiger. Ganz ehrlich, ich habe jetzt irgendwie wieder Bock auf die Filme. Vielleicht gucke ich die nachher. So zum Einschlafen. Und Ellie und Peach. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, Teil 1 und 2 fand ich noch gut. 3 war okay. 4 und 5 fand ich scheiße. Also was heißt scheiße, aber nicht mehr so prickelnd. Da war irgendwie der alte Charme raus. In welchem Teil war nochmal das mit der großen büffelnden Spalte? Ich glaube in Teil 3. Große müffende Spalte. Ich meine, es waren 3. Ich glaube, das war einer der wenigen guten Brüller. Sind alle gut. 4 und 5, ja. Sie sind ganz nett. Das klingt gerade sehr falsch. Das war aber aus dem Film. Mit diesem komischen. An einem kleinen Frettchenviech. Der mit so einem Messer und mit so einer Augenklappe rumlief und der dann halt nur meinte, wir nennen sie die große Müffel der Spalte. Das war so eine große Höhle, glaube ich. Meine ich. Wo die dann, glaube ich, so ein Lachflash oder sowas hatten. Wo dann da Lachgas oder sowas drin war. Wo die sich dann alle totgelacht haben quasi. Und, ne, mit der großen Müffel in der Spalte. Ich meine, das war das. Ich weiß, okay. Dann liegen wir jetzt richtig. In die Richtung. Und was ist das? Böse Riesen. Okay. Komme ich von hier aus hier lang? Nee. Aber von da hinten wahrscheinlich. Welches Level haben die Quests eigentlich? 45. Weiterhin. Okay. Sind ja nur noch 2 Level drüber. Rakas Bizarre. Der verfolgt uns wieder was. Ah, sehr gut. Wir wieder Zwergeneisen mitnehmen. Wir haben jetzt übrigens 28 Fälle für dich, ne? Mappa? 28 Fälle. Ja. Einmal. Das Wasser ist eh fast leer. Gut. Ich habe innerhalb von fast 16 Stunden eine ganze Schale Chips aufgefuttert. Uraltes Silber. Kann ich das schon abbauen? Tatsache.
Mir fällt gerade auf, dass ich habe heute Abend gar nichts gegessen. Ja, wirklich, vier habe ich auch nicht gegessen. Ich habe eigentlich nur diese ganzen Käsedinger, meine Gurkenscheibchen, meine Paprikascheiben. Das habe ich alles gefuttert. Aber sonst? So ein richtiges Essen hatte ich auch nicht. Das ist aber, glaube ich, auch mal bei mir nicht ganz so wild. Komm schon. Jo. Autschi. Autschi-Bauschi. Kein Hunger. Dafür mache ich mir morgen lecker Rumkohlauflauf. Auch lecker. Rosenkohl ist auch lecker. Ich weiß auch gar nicht, was ich morgen mache. Also nachher. Erstmal wach werden. Wieder auf mein Leben klarkommen. Oh Gott, Riesenbezwinger. Rosenkohl gekauft und gehackt. Den Rest habe ich ja hier. Oh, sehr lecker. Willst du mir was abgeben? Riesenhall. Ach du. Okay, die anderen sind da hinten irgendwo. Reiten wir erstmal durch. Schickst du dann einfach per Post, ne? Und dann schiebst du es durchs WLAN. Autsch. Ich würde ja gern wenden, aber. Mit der Brieftaube. Mit der Brieftaube kann das aber etwas dauern. Oh, hier gibt es so viele coole Sachen, ne? Ich habe heute mal gut gegessen. Hab vorhin selbstgemachte Käsespätzle. Oh, wie lecker. Oh, wie lange habe ich keine Käsespätzle mehr gegessen? Okay, jetzt bin ich neidisch. Oh Gott, ich entwickle echt irgendwo noch so ein Futterneid. Käsespätzle, ja. Könnte ich auch echt mal wieder drauf. Die haben wir immer im Urlaub gegessen. Wenn wir unten in Bayern Urlaub gemacht haben. Das ist so geil. Ich will mich gern irgendwo wieder hinstellen, wo ich halbwegs sicher bin. Ich glaube, das kann ich hier gerade dezent knicken. Okay. Wenn ich jetzt einmal gucken. Den halt gegenüber zuschauen. Ja! Eigentlich in jedem Stream, wenn über Essen geredet wird. Es geht eigentlich grundsätzlich so. Und wenn wir dann im Discord auch noch die Bilder teilen von dem jeweiligen Essen. Ja, Futterneid ist vorprogrammiert. Da gibt es schon kein Wenn und Aber mehr. Aber Essen ist halt auch echt geil. Nicht gesagt, dass sie lecker waren. Aber der Gedanke an Käsespätzle. Mein Käsespätzle. Käsespätzle sind lecker. Gut, es kommt darauf an, wie sie zubereitet sind. Man kann sie auch verhunzen. Will ich gar nicht abstreiten. Aber Käsespätzle.
Ich bin jetzt nicht tot. Hallo Frust, könntest du jetzt bitte mal ins Gras beißen? Das wäre so schön von dir. Rein theoretisch könnte ich morgen mal wieder Kassler machen. Ich habe nämlich noch welchen im Kühlschrank. Frischen Kassler. Könnte ich eigentlich morgen machen. Also heute. Nachher. ich bin auf Bele. Also Belega. Das kam halt, weil ich hier noch Mithrienmünzen und alles hatte. Und das hatte sich halt gepasst, weil dadurch konnte ich mir dann halt auch direkt aufs Reiten holen, ne? Und so. Das hat sich halt so gepasst. Ich wollte meine Währung halt hier nicht verlieren. Oder halt aufgeben. Ego. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, ich habe auch einige auf Bele jetzt auch mit rübergezogen. Zum Beispiel die liebe Mappa. Die habe ich ja jetzt auch zu Lotro bewegt. Bele Beste, oh ja. Hier habe ich auch relativ viele Leute schon kennengelernt. War auf Kauai hier, wo ich früher gespielt habe, überhaupt nicht so. War auf Kauai hier, habe ich aber auch nie lang und intensiv gespielt. Lag unter anderem wahrscheinlich auch daran, dass ich nie jemanden kennengelernt habe. Hat sich da irgendwie nicht ergeben. Könntest du wieder aufwachen? Wäre ein Traum. Matfur. Hallo Matfur. Jo. Mal schauen, ob wir dich platt kriegen. Oder ob du uns platt machst. Mehr oder auf dem Adler spielen. Da ist die Antwort ja irgendwie klar. Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Der echt Hunger schön hat. Hörst du mal auf damit? Der ist gemein. Jetzt mal aufhören, mich die ganze Zeit wegzuschleudern. Wäre dir sehr verbunden. Mann, ich habe ja nichts dagegen zu fliegen, aber. Ne? Das Rezept mein geschickt im PC. Oh, danke. Vielen, vielen lieben Dank. Könntest du jetzt mal aufnehmen hier? Sag mal. Findest du das toll, andere einfach mal so wegzuschubsen? Die letzte 2000 hier. Oh, so einen haben wir. Warte mal, war das hier für... Nee, das hier glaube ich.
Thank you.